Hallo ihr Lieben, ja, wie ich euch bereits beim Frühstück bei Leseratte angekündigt habe, gibt es ein neues Neuzugänge-Video August. Ich glaube, ich habe schon wieder vergessen, wie viel es sind. Jedenfalls über 20 neue Bücher reingekommen und die wollte ich euch eben mal im Schnelldurchlauf präsentieren. Und es gibt auch während des Videos wieder einen neuen Hinweis auf das Gewinnspiel. Ja, beginnen wir hier mit Im Land des Feuervogels von Susanna Kearsley. Von der habe ich schon einige Sachen gelesen. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest, ich weiß nicht mehr was. Es war, glaube ich, sehr schön. Dann habe ich von der Lucinda Riley den Lavendelgarten bekommen. Weiß ich noch nicht, wann ich den lese. Sieht ja sehr ähnlich aus wie das Lavendelzimmer, wobei ich mir schon ziemlich sicher bin, dass das jetzt eine ganz andere Kategorie ist. Könnt mir ja unten in die Kommentare mal reinschreiben, wie euch das gefallen hat. Ich weiß, dass es schon viele von euch gelesen haben. Wäre herzallerliebst. Als nächstes, und darauf freue ich mich total, von Veit Etzold, Seelenangst. Ja, von ihm habe ich ja gelesen, Final Cut, dieser Facebook-Roman, den fand ich richtig genial und spielt ja auch wieder in Deutschland und da bin ich wahnsinnig gespannt drauf. Deshalb muss ich zusehen, dass ich mit meiner aktuellen Sub-Diät mal ganz schnell vorankomme, damit ich auch endlich die neuen Sachen lesen kann. Das nächste Buch ist Lieblingsmomente aus dem Pieper Verlag. Kann ich euch jetzt auf Anhieb gar nichts zu sagen, aber mir gefällt das Cover schon sehr gut und ihr wisst ja, Pieper ist mein Lieblingsverlag, oder die es nicht wissen, wissen es jetzt. Und ja, da habe ich schon einige schöne Schätzchen in diesem Jahr gelesen. Das nächste ist Liebe und andere Parasiten vom DVA Verlag, Deutsche Verlagsanstalt. Das wird bestimmt wieder etwas anspruchsvoller sein, auch da bin ich sehr gespannt. Dann habe ich hier die Eheprobe, das weiß ich, dass mir das also in der Vorschau ins Auge gestochen ist, im BTB Verlag und ich glaube, das könnte auch ganz interessant sein. Als nächstes bei Anbruch des Tages, von der Autorin habe ich glaube ich noch nichts gelesen. Unerfüllte Liebe, heimliche Leidenschaften, verbotene Begegnung. Ja, man darf gespannt sein. Ein atmosphärisch dichter Familienroman voller Geheimnisse. Dann habe ich hier Der Duft von Erde und Zitronen. Irgendwie kommt mir der Titel wahnsinnig bekannt vor. Und auch das Cover. Weiß nicht, ich denke gerade an Zitronenkuchen. Keine Ahnung warum. Dann habe ich hier Was du liebst, gehört dir nicht. Klingt sehr gut und ich meine, jetzt bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Nein, ich habe sie verwechselt. Ich dachte, das wäre die Autorin von Raum. Ist sie aber, glaube ich, nicht. Ich weiß es gerade nicht. Sie hat geschrieben, Eine Wiege aus Stein. Das habe ich, glaube ich, auch noch in meinem Bücherregal der nicht gelesenen Bücher drin. Ja. Auch da, finde ich, klingt der Titel schon sehr spannend. Und dann habe ich hier noch Sternenseelen von Kerstin Flieger, Wenn die Nacht beginnt. Ja, sieht gerade nach Fantasy aus, kann ich auch noch nichts Näheres sagen. So, den ersten Stapel haben wir durch. Zeit für einen neuen Hinweis fürs aktuelle Gewinnspiel. Und das ist die Zahl Nummer 1. Gut, dann geht's weiter mit Ich bin dein Mörder. Ist ja nett, wenn er es vorher ankündigt, oder? Wieder aus dem Pieper Verlag. Dann Apfelblüten im August. Müsste man eigentlich auch noch diesen Monat lesen. Wann, wann, wann? Dann Das Meer in Gold und Grau. Als nächstes habe ich hier Am Rande des Abgrunds. Also ihr seht wieder eine ganz tolle Mischung. Ich darf nicht vergessen. Ja, klingt wieder so wie Ich darf nicht schlafen. Du sollst nicht vergessen, gab es glaube ich auch schon. Ja, irgendwann wiederholt sich alles, ne? Das ist alles jetzt Goldmann Verlag und dann darauf freue ich mich auch schon sehr, weil ich mit der Autorin auch schon ein paar Mal bei Facebook geschrieben habe. Von Tanja Wegwerth, Ein Hummer macht noch keinen Sommer. Falls
Tanja das sehen sollte, aber ich glaube es nicht. Es ist endlich da. von David Kessler, Späte Schuld. Dann freue ich mich auch schon sehr auf Tim Bolz Linksträger. Von ihm hatte ich ja mal den Nasenduscher rezensiert. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und Linksträger klingt auch schon toll. Ich mag seinen Humor. Das ist echt ein ganz netter. Übrigens, Tim Bolz ist ja, und ich glaube, das darf ich sagen, vielleicht steht es auch hier irgendwo. Ja, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber findet man sicher heraus. Ist ja das Pseudonym von einem anderen Namen. Und er schreibt jetzt unter seinem richtigen Namen demnächst noch ein Krimi, aber ich weiß gerade nicht, welcher Verlag. Ich glaube, es war irgendwie ein kleinerer Verlag. Jedenfalls habe ich mir den auch schon mal bestellt. Dann habe ich hier mal wieder was von Lux, Wettlauf mit dem Tod. Ja, so romantikmäßig, das kann man ja immer so gut runterlesen. Und dann kommen Jugendbücher aus dem Überreuter Verlag. Ursula Dubosarski. Ursula Dubosarski, Der kürzeste Tag des Jahres, klingt sehr gut, sieht sehr gut aus. Ich glaube, das wollte Krümel lesen, aber die hat Urlaub, ich habe es mir gleich mal geschnappt. Krümel, du kannst protestieren, ich bring's dir dann auch wieder mit. Anke Weber, Regenbogenasche, sieht auch sehr interessant aus. Zusammen können wir den Tod anmalen, steht hier so als Hauptschrift, Überschrift. Tut mir leid, wenn ich wieder total verpeilt würde, aber ich habe gleich Spätschicht und noch einige Videos vor mir, die ich drehen möchte für euch. Dann der Sommer der Schmetterlinge vom Aufbau Verlag. Und last but not least die Wünsche meiner Schwester. Ich liebe Schwesternromane. Ja, das waren meine Neuzugänge für August, Teil 2. Ich weiß nicht, ob noch ein dritter Teil kommt. Ja, wie gesagt, ich habe ja noch meine Subdiät und irgendwie komme ich da auch nicht so recht voran. So, ich drehe dann gleich mal die nächsten Videos und ich freue mich und danke fürs Zuschauen. Bis bald, eure Leseratte. Macht's gut, tschüss!